Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Augengespräch mit mir. Heute geht es um den Augenüberdruck, ums Glaukom, das sogenannte Glaukom. Ich werde hier in diesem Video nicht darauf eingehen, wie es entstehen kann und wie viele tausend verschiedene Glaukomarten es gibt, sondern ich möchte in diesem Video auf einen Charakterzug dieser Menschen eingehen. Ich selber hatte ja ein Glaukom im 2012, einen Riesenanfall, musste Medikamente nehmen, habe sie nach 3,5 Jahren erfolgreich ausgeschlichen und bin seither ohne Medikamente und ohne Augenüberdruck. Das will ich zu Beginn bemerken, damit du weißt, dass ich wahrscheinlich ein bisschen etwas weiß von dieser Krankheit. Und ich möchte dich gerne informieren über einen wichtigen Charakterzug dieser Menschen. Was haben denn diese Menschen gemeinsam, die ein Glaukom haben? Egal, und ich möchte betonen, egal, was du für ein Glaukom hast, Weitwinkel, Engwinkel, Schaufenster, was weiß ich, was für ein Glaukom, Überdruckglaukom, Normaldruckglaukom, es ist völlig egal. Es ist egal, in welcher Schublade du drinsteckst. Auf jeden Fall steckst du in einer Schublade drin, die ich hier gerne berichten möchte, weil mir gerade wieder so ein Fall näher gekommen ist und es wieder bestätigt, was ich schon lange eigentlich weiß, aber noch nie gesagt habe. Primär ist zu sagen, die Glaukompatienten sind in ärztlicher Behandlung und das ist auch wichtig so. Und ich möchte das auch gar nicht dementieren, das gehört dazu. Bevor nämlich dieser Charakterzug nicht angeschaut wurde von diesem Menschen, ist es auch nicht möglich, die ärztliche Betreuung hinter sich zu lassen. Das will ich hier gesagt haben. Und ich spreche hier von Menschen, die Glaukome haben, die hohe Augendrucks haben, die medikamentös nicht wirklich eingestellt werden können. Das heißt, die Schulmedizin hat 2 Varianten zur Verfügung. Die eine ist, man gibt den Klienten oder dem Patienten sofort drucksenkende Mittel, übrigens Beta-Blocker drin, ja. Und das Zweite, was Sie dann noch machen können, wenn der Druck eben nicht eingestellt werden kann oder eben nicht zur Zufriedenheit eingestellt werden kann oder nach langen Jahren, wenn eben die Medikamente nicht mehr wirken, dann gibt es eine Operation. Und die Operation macht, dass der Augenabfluss in der Augenkammer vorne vergrößert wird, damit eben das Trabekelwerk unterstützt wird, insofern, als dass der Augendruck minimiert wird mit einem viel größeren Kammerwasserabfluss. Ja. Und was möchte ich denn dazu sagen? Diese Person, die ich jetzt die Geschichte kurz erklären möchte, kam auf mich zu letzte Woche und sie hätte die Möglichkeit gehabt, in 3 Wochen an meinem Augenretreat teilzunehmen, wo sie sich 6 Tage lang mit ihren eigenen Augen und mit ihrer eigenen Augenseele und Sichtseele hätte befassen können. Es wäre möglich gewesen, weil es hat noch einen Platz frei gehabt. Und sie wurde darauf aufmerksam gemacht von ihrer Heilpraktikerin, dass das doch etwas wäre für sie. Nun, sie hat sich dann gemeldet und gesagt, ja, ich möchte gerne kommen und ja, und ich hätte Zeit und ich könnte mir das einrichten. Ja. Und es kam dann eben so weit, dass sie, kaum hat sie das ausgesprochen, dass sie eigentlich kommen möchte, wieder ein Mail gemacht hat und gesagt hat, ja, nein, und ich habe 7 Kinder und der Stress ist zu groß und alle haben jetzt Geburtstag ich muss zur Ruhe kommen, ich kann das nicht auch noch auf mich lasten. Du weißt, worauf ich hinaus will. Es geht genau darum,
ich kann das nicht auch noch auf meine Schultern nehmen, dass ich 6 Tage lang für mich etwas mache. Nein, das geht gar nicht. Das kommt nicht in die Tüte. Und was meinst du denn, worauf ich hinaus will? Ich habe hier ein wunderbares Blatt ausgedruckt. Und zwar, jetzt muss ich da auf diese Seite, genau. Du siehst hier die Komfortzone, die haben wir hier. Ja? Und es ist doch wunderbar, in der Komfortzone zu sein. Jetzt hat diese Frau doch auf, na, vielleicht Druck der Heilpraktikerin gefunden. Ja, da ist noch ein Platz frei, das könnte ich doch jetzt machen. Sie geht also einen Schritt aus der Komfortzone und was passiert? Sie bekommt Angst. Und dann geht sie ganz schnell zurück wieder in ihre Komfortzone, weil da ist sie ja gut betreut in der Schulmedizin und überall. Und sie steht ja jetzt vor der Operation. Und ja, was soll sie denn sonst tun? Und dann ist sie noch mal kurz raus und kam aber wieder in diese Angstzone und hat sofort gesagt, ja, nein, das Zimmer, das ist wahrscheinlich zu kalt und überhaupt, es ist alles zu kompliziert, ich gehe jetzt wieder zurück in die Komfortzone. Das heißt, diese Personen sind alle in dieser Stresskomfortzone lieber zu Hause, als dass sie über ihren eigenen Schatten springen in die Angstzone, weil da fühlen sie sich gar nicht wohl und da können sie ja auch gar nicht etwas lernen, weil sie müssen durch diese Angstzone durch, bevor sie was lernen können und dann eben in die Wachstumszone reinkommen zu können. Das heißt, diese Angstzone hier, das ist gar nicht zu machen für eine Glaukom-Klientin. Also springt sie immer wieder zurück in die Komfortzone. Ja, und ich bin wirklich, es vergeht keine Woche, wo ich nicht daran bin, diesen Menschen zu sagen, dass sie aus ihrer Komfortzone rauskommen sollten. Das Problem ist, dass sie dann in der Angstzone drin sind. Und diese Angstzone, die überleben sie einfach fast nicht. Also, ja, sie nehmen sich aber auch keine Hilfe in Anspruch, weil es ist viel einfacher, die Stress-Komfortzone zu verwalten für Glaukom-Menschen, weil das kennen sie, das machen sie schon immer. Und ich rede von der Stress-Komfortzone, dass Purzelbäume gemacht werden in der Gedankenwelt. Das heißt, du, wenn du ein Glaukom hast, kennst du das wahrscheinlich, dass du ständig über deine eigenen Gedanken stolperst. Du fällst immer wieder über deine eigenen Gedanken. Wenn du aufstehst und dich zurechtfindest am Morgen in deinem Zuhause, dann siehst du schon, oh, wenn ich da durchgehe, dann habe ich das hier, was ich gleich mitnehme und dann das nehme ich auch noch gleich mit. Und wenn ich dann da in die Küche gehe, habe ich noch 3 andere Dinge zu bewerkstelligen, bevor ich dann überhaupt in der Küche ankomme, um zum Beispiel die Kaffeemaschine einzuschalten und mir einen gemütlichen Kaffee zu machen. Also das Wort Gemütlichkeit, das gibt es nicht. Das Wort Entspannen, das gibt es nicht. Das Wort weiche Komfortzone gibt es nicht. Das heißt, diese Menschen sind ständig auf dem 200er Level. Und sie denken sich, ich bin überhaupt nirgends. Ich kann gar nichts. Ich mache nichts. Ich kann nichts. Sie stufen sich ständig als die Loser ein. Und sie haben das Gefühl, sie hätten nichts im Griff. Dabei machen sie 1000-mal so viel wie ein normaler Mensch, der keinen Glaukom hat. Das möchte ich dir hier einfach mal klar definiert vor die Augen führen. Dass wenn du ein Glaukom hast, wirst du immer sagen, nein, 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 das habe ich alles nicht, mir geht es gut, ich habe gar nichts, ich weiß gar nicht, warum ich diesen Überdruck habe. Warum habe ich denn das? Aber stell dir doch mal vor, warum wird der Überdruck mit einem Beta-Blocker behandelt? Und dann hast du noch einen niedrigen Blutdruck.
Das heißt, das kann ja gar nicht sein, dass du zu viel machst. Dass du irgendwann verstehst, dass dein Dampfkochtopf, der da in dir brodelt, jetzt dann gleich überspringt und explodiert. Aber der Dampfkochtopf ist so gut geschlossen, dass dein Blutdruck auf ein Minimum gesteuert wird, dass du nicht explodierst. Du implodierst. Das ist das Glaukomproblem. Das heißt, deine Hirnaktivität ist hyperaktiv. Wenn du schon Sehnervenschädigungen hast, dann wäre es höchste Zeit, dass du dich dir und deinem Augenlicht annimmst. Dass du parallel zur Schulmedizin, weil die ist ja wichtig, ohne Medikamente wärst du ja blind. Es ist wichtig, dass du diese Medikamente nimmst. Aber es ist auch immens wichtig, dass du dich mit dir selber beschäftigst und nicht immer mit der ganzen Welt und allem drumherum, nur damit du dich selber nicht anschauen musst, nur damit du bei dir selber nicht schauen musst. Wieso? Wieso bringst du das nicht fertig, dass du endlich den Fokus auf dich selber richtest? Wieso nimmst du all die Winks, die von außen kommen, nicht ernst? Wieso nimmst du so viel auf dich? Wieso hast du das Gefühl, diesen Druck von außen immer standhalten zu können? Du kannst es wahnsinnig gut, aber es ist genug jetzt. Halte inne und mache was für dich. Lerne, dass es das Wichtigste auf der Welt ist, dass du nicht blind wirst. Und es ist nicht das Wichtigste auf der Welt, alles rundherum zu organisieren für das Wohl aller deiner Menschen in deiner Umgebung. Weil die alle können deine Blindheit nicht mehr ins Sehen zurückführen. Das kannst nur du ganz alleine. Und ich will dir jetzt nicht wirklich Angst machen, weil ich weiß, dass du Angst hast. Aber diese Angst musst du überwinden. Diese Angst musst du überwinden und du musst dir jemanden zur Seite nehmen, wo du vertraust und wo du das Ganze auseinanderbeindeln kannst, dein ganzes Leben anschauen kannst und da an den Schrauben drehen kannst, wo du merkst, dass da sitzt der Hase im Pfeffer. Da muss ich beginnen zu schauen. Auch wenn deine Augen schon in Mitleidenschaft gezogen sind, was bei dieser Person noch nicht der Fall ist, sie kann ja jetzt noch operieren, das ist ja auch gut so, nur es kann auch was passieren bei der Operation. Das kann alles passieren, ja. Deswegen haben die Ärzte auch, ja, machen Sie das auch wirklich erst, wenn es soweit ist, weil es kann sein, dass du operiert wirst und dann immer noch diese Medikamente nehmen musst, weil die Operation ist nur eine Symptombekämpfung. Die Hyperaktivität in deinem Hirn wird nicht wegoperiert. Deine Hyperaktivität in deinem Leben wird nicht wegoperiert. Deine Angst, etwas an dir zu machen, etwas an dir vielleicht wieder zur Ruhe kommen zu lassen, das wird nicht wegoperiert. Deine Angst, deine Hyperaktivität, dass du nicht stillsitzen kannst und nicht meditieren kannst, das wird nicht wegoperiert. Du merkst, ich muss so viel an diese Leute heranreden und manchmal muss es einfach kommen, dass diese Leute zusammenbrechen, dass sie eingeliefert werden in Kliniken, dass sie operiert werden, dass sie eben Schaden nehmen an ihren Sehsinneszellen. Es muss manchmal sein, damit du innehältst und irgendwann so am Boden liegst, dass du wirklich beginnst zu überlegen, was muss ich eigentlich machen. Ja, es ist eine traurige Geschichte, aber diese Angstzone zu verlassen oder durch diese Angstzone durchzugehen, das mag ein Glaukom-Patient überhaupt nicht. Und genau da lade ich dich ein.
Geh rein in diese Angstzone, geh durch diese Angstzone, damit du in die Lernzone reinkommst. Aber mach diese Angstzone nicht alleine. Nimm dir Leute an die Hand, die dir den Boden geben, die dich betreuen, die dich begleiten, damit du diese Angstzone gut durchlebst. Augenärzte sind es nicht. Die haben nicht die Aufgabe, dich da durchzuführen. Die haben die Aufgabe, dich schulmedizinisch perfekt zu betreuen. Das können sie. Und das sollen sie machen. Aber parallel dazu hast du die Aufgabe, damit dein Augenlicht nicht Schaden nimmt, durch diese Angstzone zu gehen mit Begleitung. Mach es. Ich rate es dir, ich lege es dir ans Herz, mach es, damit du und dein Augenlicht noch lange eine klare Sicht haben. Mit diesen Worten möchte ich dir einen wunderbaren Tag wünschen und einen erholsamen, beruhigenden Tag. Ich danke dir.